Leute, wir sind wieder da in der Factory. Erste Folge von unserem neuen Projekt. Ich hoffe, ihr habt euch den Projektstart angeschaut beim letzten Mal, letzten Video. Mit was starten wir, Dax? Wir werden heute einen Arm dran für die Läufe. Das fangen wir hinten an mit Kanzelaufnahme und Bremsscheibenaufnahme auf der anderen Seite. Welche Teile verwendet man da? Ich drehe die Kamera mal, dass ich es besser herzeigen kann. Was haben wir alles für Materialien? Da ist mit der Block, oder? Das ist die neue Norm. Das ist die neue Norm? Ja. Wie kommt da das da drauf geschraubt? Statt dem Trommelradei. Das ist die alte Norm, ne? Die Trommelbremsen, das alles fällt dann eigentlich weg und wir brauchen auf einer Seite das Grantl, da schraubt man gleich wieder so eins drauf, oder? Ja. Der anderen Seite? Auf der anderen Seite kommt die Bremsscheibe auf. Okay, Bremsscheibe von der Firma Bike Total. Bike Total. Aus Hartberg. Haben wir wieder besorgt von dort, unser Spezialist für Bremsen und Federungen. Bremsenlanker. Okay, dann würde ich sagen, starten wir das Vorhaben wieder, oder? Das müssen wir irgendwie reinigen. Ja, ich reinige das dabei. Lauter Dreck, Mist oder irgendwas. 119,8. Okay. Jawohl, dann starten wir mal, oder? Ja. Ich putze da auch einmal das Innere, oder? Die Norm ist einmal gereinigt, damit wir das ausprobieren können. Wie schaut es bei dir aus, Dax? Ja, wir können gleich mal schauen, ob das für eine passt. Okay. Musst du das gerade abplanen? Ja, mal gelassen. Aber auf Moos auch gleich. Okay. Und jetzt da wird das passen. Schaut gut aus, oder? Was sind jetzt die ersten Schritte, Dax? Jetzt machen wir mal ein Loch durch für die Achse und nachher da wir gleich die Lagersitze mit raus. Okay. Okay. Das Loch ist schon durch und jetzt werden da dann die Löcher ein wenig erweitert für Lager, oder? So, der Dax hat einmal ein Schwingen herzaubert und in dem muss das Ganze dann das reinpassen. Das ist ein historischer Schwinge, gell? Ja, von deinem ersten Moped. Wenn ich ein Foto finde, blende ich es ein. Wie weit müssen wir auf der einen Seite raus, weil wir nur den Abstand da wissen, oder? Okay, mal 40. 40? Okay. Merkt man sich. 40 lassen wir da stehen. Alles andere können wir schmal machen, dass es durchpasst, nicht? 40 lassen wir da stehen. Den Rest machen wir, die restlichen 40. Restlichen 40 machen wir so schmal, dass da durch das Loch durchpassen einmal. Und dann können wir die Bremsscheibenaufnahme planen, nicht? Sehr geil. Das schaut schon relativ gut aus, Dax, oder? Trinken. Weil das schaut immer besser aus, Dax, Victor. So, die erste Dreierei ist mal vorbei, sagst du. Wie schwer ist er circa? Haas. Haas ist einer. Das ist schon ein richtiger Bamstl. Ha? Mhm. Sind wir da zumindest eine aufflachen oder so? Das ist auch schon wurscht, oder? Das ist ja auch schwer. Wegen wir mal an. Ja. Was schätzt das Gewicht? Ah, okay. Und jetzt geht das da durch, oder wie? Wieder vor, oder? Irgendwo schon geil auch eigentlich, gell? Mhm. Jetzt aber holen wir die Bremsscheiben drauf. Draufzaubert. Wieder. Ultra. Ultra. Nächster Schritt, Dax. Lagerwitz, Sitz. 32, ein bisschen kleiner. Da wird jetzt da der eine drauf beim Loch. Lagerwitz. Ja, oder?
Da werden auch die Lagersitze reingemacht. Neue Sitze. So, also, Lagersitz. Ist er fertig. Pass genau. Sehr gut. Rest wird eingedruckt. Super. Gleich viel, passt genau. Am Bahnhof ist X, was sagst du dazu? Drecksfake Qualität, garantierte Qualität. Mit dieser Nähe werden sie 200 Kilo erreicht. So, und jetzt werden die Aufnahmen für das hintere Kranzl da vor. Tag schneidet schon die Gewinde rein. Rennt alles nach Plan. Jetzt füllen noch die Löcher für die Aufnahme da bei der Föhn. Genau, die werden wir jetzt einmal einschneiden. So, jetzt haben wir das. Jawohl, alle Löcher. Winter sind geschnitten. Perfekt. Hey, da hinten war ein Loch zu viel, oder? Zeig her mal, was ist da passiert? Haben wir ein Loch zu viel? Ja, das ist ein wenig ein Ding. Das haben wir ausgewucht. Und das ist das Wuchtloch da. Okay. Jawohl, und jetzt kann die Föhn drauf, oder? Die werden jetzt noch drei da rein versenkt, oder wie? Viel zu lang. Und da ist auch wieder unser Rahmen dafür, fürs Projekt. Auf. Schwadelt, aufpoliert, nur rostig. Muss man aufschneiden, ja? Oh ja, passt, oder? Ist das ein Stehgags? Warum passt das aber, oder? Das passt ideal sogar. Wieder Bäder ab. Das Draht sich, Alter, das hört nicht mehr auf! Das wird das stabilste Maxi überhaupt. Der Xvector hat schon mal die Bremsscheiben da aufgebaut, nur verkehrt rum, oder? Aber ist eh wurscht. Nein, ist nicht verkehrt rum, oder? Keine Ahnung. Ja, du schaut die Richtung hier. Alter, das ist so massiv, die Scheibe, im Gegensatz zu den ganzen Moped. Das wäre verkehrt. Der Iber, ein paar Lager für die Sponsoren, was er schon hat. Da könnte man das richtig zusammenhalten. Wie meinst du? Gleich mit Distanzen und alles, oder was? Mhm. So, da hat der Tag schon mal die Kettenspanner aufgemacht. Und wie sie der Lautstärke entnehmen könnt, dreht er schon an einer Distanz. Geht's dahin? Erste Distanz ist fertig. Mhm. Wahnsinn, hey. Schaut nicht schlecht aus. Jetzt wird die zweite Seite nochmal ausgemessen, oder wie? Mhm. Bist du narrisch, sag ich dann. Hey. So, die zweite Distanz ist schon mal entstehen. Zweite Distanz, hey? In zweiter Instanz. Jawohl. Zweite Distanz, fertig. Ah! Na, passt. Passt oder passt nicht? Passt. Ich glaube, passt. Na, was denn sonst? Sehr geil. Er hat einen richtigen Brusthammer gekriegt! Nein, nix, oder? Ja, aber ich gebe her, weil das ist ja nicht würdig. So, Dax, was kommt als nächstes an die Reihe? So, hinten ist Ritzel, ist Kranzl, haben wir schon.
Ja, mit Zusatzloch was ausgewucht mit ist. Mit Zusatzloch was ausgewucht ist. Jawohl. Und was fehlt uns noch auf der anderen Seite? Bremsscheibenaufnahme. Jawohl. Das ist ein Muster. Es ist zwar eine knappe Geschichte, aber das geht sich schön aus. So, da wird schon der Lochkreis markiert. Hallo. Ich steppe da alle Löcher da. Alle sechs. Alle sechs. Alle sechs. Cool. Können wir schon probieren. Oh. Oh, Schoss. Oh, Schoss. Tschüss. Bis deppert. Au. Zwar genügend, so viel Bremsen tust du nicht, oder? Nee. Okay, okay. Gut, aber so viel anders, so schaut das jetzt gar nicht aus. Ein Radl hat ja auch Scheinbremsen, oder? Der Tagsplan schon mal da, wo die Bremsen hinkommen wird. Was sind deine derzeitigen Favoriten, was das angeht? Entweder da, oder? Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das halt irgendwo steht. So okay. Wie ich schon mal gesagt habe. Ja. Okay, du bist zu einem Entschluss gekommen, ne? Ja, wir müssen nochmal anfangen. Ich mache da mal ein Blech mit einem Loch da oben. Da oben. Und dann, ne? Okay. Dann wir das einmal fixen, ne? Okay. Stück für Stück. Wir werden uns nachher weiter arbeiten. Jawohl. Ich bin gespannt. Und das altbewährte Blech ist wieder da. Zeichen, da würde ich suchen. Also so schauen in Dark Factory seine Skizzen aus. Das schneidest du jetzt so aus. Ich skizze direkt am Blech. Ja gut. Mach's grad CAD. Bis Stefan. Rapide Aufnahmen. So, Dags. Die Planungen sind schon ziemlich weit fortgeschritten, oder? Da wird schon Anzeichen, wo die Löcher gebohrt werden. Mhm. Ankörnen, durchbohren, bald es nochmal hin. Oh weh. Okay, geil. Stark. Oh, ist die Kurve. Die Stepper hat auch gespeckt, dass die wieder auszeichnen, aber es fällt noch der zweite Tag. Aber das wird super. Jetzt habe ich schon gesehen. So, Dax, jetzt haben wir das eingebaut. So, jetzt ist die abschließende Frage. Wir werden das Video an der Stelle jetzt beenden. Weil wir euch mitentscheiden lassen wollen. Ihr wisst aber, wie man die Bremsanlaufnahme bis daher gestaltet. Alles andere zeigen wir euch dann in der nächsten Folge mit. Aber Dax, jetzt erklärst du noch schnell die Leute, was in die Kommentare schreiben können, wie wir mitentscheiden können. Ja, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder so versteckt, also gar nicht den Schlauch oder innen sehen lassen, da rein und rauf. Das heißt, man würde eigentlich nicht einmal den Sattel richtig sehen. Man würde nur die Scheiben, die fällt da halt auf, nicht? Ja. Ja. Kannst du aber auch noch bis daher lackieren, schwarz. Dann siehst du nicht mehr außen drin. Okay. Oder du nimmst die Magura, den neuen Floating, und dann nachher. Fällt da nichts mehr auf. Original. Okay. Und was war die zweite Variante? Variante 2, ich sehe gerade oben gerutscht. Variante 2 war ja die offizielle sichtbare Variante, ist halt auffällig. In Wahrheit geht es gar nicht darum, ob die Kieferer sehen oder nicht, weil auffallen tut es wahrscheinlich sowieso. Aber es geht eigentlich darum, was die coolere Idee ist, nicht? Mhm. Oder zweitens, ja. Sichtbar, dass man weiß, mal kein Bremsen. Ich mach das so. Jawohl. Gibt's die Entscheidung? So? Oder so? Passt. Okay. Okay, Burschen, das war's für heuer mit den Videos.
Ihr könnt also mitentscheiden, eine in die Kommentare damit, wie ihr die Bremsscheiben sehen wollt auf dem Moped. Und ja, Dax, was ist noch zum Sagen für heuer? Für heuer, ja, kommt's gut durch den Feiertag. Vielleicht findet ihr jetzt auch ein bisschen mehr Zeit fürs Moped. Bringt's was weiter, so wie wir. Ja, und schauen wir mal, ob wir da auch noch was weiterbringen in die Weihnachtsferien. Ansonsten ist nur noch zum Sagen, am 30.12. folgt unser 2020 Video, wird online kommen auf YouTube, schaut euch das alle an. Es sind teilweise Erinnerungen dabei, wo der Dax und ich gar nicht mehr gewusst haben, dass das überhaupt noch heuer war. Und ja, wir haben da hinten ein spannendes Projekt stehen. Wir werden sie im nächsten Jahr dann anschauen, was alles auf uns zukommt. Da werden der Dax und ich ein Video dran. Und ansonsten nur mal zum Sagen, frohe Weihnachten, gutes nächstes Jahr und guten Rutsch. Nicht bremsen.